Hallo liebes Personal, hallo liebe Menschen, hallo liebe Selbstverwalter hier in diesem Quasiland. Heute mache ich mir mal ein paar Gedanken über den Menschen in der Bilanz. Denn ich habe so oft mit Menschen das Gespräch zu führen oder mit Personal, je nachdem, die dann immer sagen, ein Staat kann ja gar nicht pleite gehen, das mit der Währungsreform, was du erzählst und so, und diesem ganzen Währungsschnitt, das ist alles Tüdelüt, das gibt es alles gar nicht und ein Staat kann ja nicht pleite gehen. Das Dumme ist, die Staaten sind schon alle ewig lange pleite, aber eigentlich wollte ich mehr was jetzt über die Bundesrepublik erzählen. Und zwar ist folgendermaßen, wie hoch sind die Schulden, die offiziellen, die wir zurzeit haben? Und da habe ich mal auf die Heimseite der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH geguckt. Da steht drauf, Übersicht über den Stand der Schuld der Bundesrepublik Deutschland. Und mit Stand vom 31. März 2013 sind das 1.103.920.426.806,73 €. Zumindest offiziell. Was dann diese Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH noch so im Umlauf hat, nämlich die umlaufenden Kreditmittel des Bundes. Die haben also schon mal geplant, die aktuelle Zinsplanung für den 2. Mai 2013, sind mal so relativ aktuelle Zahlen, die ich hier habe, dass also an indexorientierten Bundeswertpapieren, Bundesobligationen, Bundesschatzbriefen, Bundesschatzanweisungen, unverzinsliche Schatzanweisungen, Finanzierungsschätze, Tagesanleihe, Schuldschein, Darlehen und so weiter. Das heißt, all diese netten, interessanten Sachen, die Sie bei der Bank haben, von denen Sie glauben, dass es sicher ist, so Sparbücher, Bundesschatzbriefe, naja, egal. Damit sind ungefähr 1,143 Billionen im Umlauf, die im Mai irgendwie gedreht werden müssen. Gucken Sie auf die Heimseite, dort werden Sie alles finden. Das Bemerkenswerte daran ist aber, dass diese Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, beim Amtsgericht Frankfurt im Handelsregister B eingetragen ist und die Einlage, die dort getätigt wurde, nur 50.000 D-Mark hoch ist, groß ist. Und dann habe ich mich immer gefragt, berechtigterweise, wie kann so ein Unternehmen, was ja nur eine GmbH ist, in einem normalen Handelsregister steht, wie können die weit über 1 Billion Euro Schulden drehen, um natürlich das Finanzministerium mit Geld zu versorgen? Das ist nämlich deren Aufgabe. Und auf der anderen Seite nur 50.000 D-Mark auf der anderen Seite der Bilanz haben. Normalerweise müsste man da eigentlich den Geschäftsführer ankriegen wegen Insolvenzverschleppung. Muss man aber nicht, weil dort im Grunde genommen der gleiche Trick vollzogen wird wie seinerzeit 33 in den Vereinigten Staaten. Ich rede jetzt von den Vereinigten Staaten, nicht von den Vereinigten Staaten von Amerika. Es wurde nämlich eingeführt seit 2007 nach und nach die sogenannte Steueridentifikationsnummer für alle Bürger hier. Bürger. Ja, überlegen, wofür man bürgt. Und da ist es immer so schön, auch auf der Heimseite kann man das sehen, für das Bundeszentralamt für Steuern, mein Gott, was es alles gibt. Mit der Einführung der Steueridentifikationsnummer, ID-Nummer, möchte das Bundesministerium der Finanzen und die Bundesregierung das Besteuerungsverfahren vereinfachen und Bürokratie abbauen. Die ID-Nummer wird die Steuernummer ersetzen und so weiter und diese bleibt ein Leben lang gültig und ändert sich auch nicht bei Umzug oder Heirat. Das heißt, mit dieser ID-Nummer werden Personen erfasst und wir sollen ja etliche Millionen in diesem Lande sein, die wir arbeiten, die wir in Sozialversicherungen einzahlen, die wir Steuern zahlen, direkt und indirekte. Und dadurch schaffen wir es, denke ich, auf der einen Seite der Bilanz, wo nur die 50.000 D-Mark gebucht sind, eben halt einen Ausgleich für die über 1 Billion Euro Schulden zu liefern und dann passt das Ganze wieder von der Bilanz her. Und wenn man sich diese persönliche Identifikationsnummer ansieht, dann sieht man 2 Stellen, 3 Stellen, 3 Stellen, 3 Stellen, eine 11-stellige Nummer. Und eine 11-stellige Nummer, habe ich mir sagen lassen, ist im internationalen Handel und Bankenverkehr
wird es dafür verwendet, eine 11-stellige Seriennummer für eine langlaufende Schuldverschreibung. Da kann man sich einfach mal Gedanken drüber machen. Das heißt, wir alle werden als Humankapital geführt. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht und ich habe auch reingeguckt in das Personeninstanzgesetz und in § 21 ist genau beschrieben, was eine Lebendgeburt ist und was nicht. Also es muss halt mindestens 500 Gramm wiegen, dieses Menschenwesen, was da rauskommt. Schönen Gruß an Daniel für die Idee. Und wenn ich dann sehe, wie sieht das aus bei der Geburt? Sagen wir mal so, wenn also der neue Bürger hier das Licht der Welt erblickt und abgenabelt ist, was wird dann normalerweise gemacht? Gemessen und gewogen. Das heißt, die Ware, die neu dazukommt zur Bilanz in dieser Agentur, wird erstmal begutachtet, registriert und quasi ein neuer Eingang. Und mit der Registrierung ist das so. Das erfolgt hier in Deutschland mit der Geburtsurkunde. Und da wir ja im Handel sind, greife ich mal aufs Englische zurück, was die internationale Handelssprache nun mal halt ist. Dort heißt Geburtsurkunde ganz anders, nämlich Birth Certificate. Und Zertifikat kennen die fortgeschrittenen Anleger vielleicht als Finanzierungsinstrument. Könnte das Zufall sein. Aber über was anderes können Sie sich vielleicht noch Gedanken machen, da wir gerade im Englischen sind. Wissen Sie, wie Kreissaal auf Englisch heißt? Delivery Room, Auslieferungsraum. Und darüber, wie wir alle, wir Menschen, wir Personen, über den Unterschied können Sie sich auch mal ein paar Gedanken machen. Wir werden ja alle in der Bilanz geführt. Und warum das alles so ist und warum das auch alles diese Bezeichnung hat, ja, da denken Sie einfach mal wieder eine Woche drauf rum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.